Take one. Was hast du gesagt auf Holländisch? Ziemlich. Komm schnell da, Lukas. Schnell Mixzone zuerst. Ja, der Kiewundpark bedeutet mir sehr viel. Es ist ein einmaliger Arbeitsplatz, das muss ich sagen. Wenn ich vor der Gatze runterfahre und hier fahre und das Stadion sehe, wie es auch der Matthias viel sagt, das schönste Stadion in der Schweiz, das kann ich nur unterstützen. Ja, es macht einfach die Freude, wenn man hier so einen Verein arbeiten darf, so ein tolles Umfeld haben und ja, eine so gute Infrastruktur haben, dann macht es natürlich umso mehr Spass, um hier in dem Stadion auf dem tollen Rasen etwas zu bewerkstelligen. Ivan ist der Greenkeeper, der kann auch arbeiten unter viel Stress. Der ist zuständig für alle Fußballplätze und der hat auch viel zu tun. Wenn wir einen Matchtag haben, ja, dann stehe ich meistens am Morgen um 6 Uhr auf, trinke meinen Kaffee daheim, dann sitze ich mir ins Auto und fahre Richtung St. Gallen. Wenn ich hier ankomme, schauen wir die Lage an. Dann werden die Meere vorgeholt. Mehr werden eingestellt, die werden jeden Tag eingestellt. Es ist sehr wichtig, dass die Spindeln hauen, dass es einen sauberen Schnitt gibt. Dann mähen wir den Platz. Der geht circa etwa 1,5 Stunden. Dann nehmen wir die Schnur führen, dann alles abstecken, abschnürlen. Das geht circa so 25 Minuten. Und dann wird der Platz markiert mit dem Markierwägel. Meistens mache ich das, weil ich halt schon dort durch ein bisschen Routine haben dem ganzen Zeug.
Danach holen wir Goal, stecken die Goal rein, dann die Goal spannen. Dann werden die Goal richtig gut kontrolliert, dass wirklich alles sauber ist, dass nie irgendwas so etwas gerissen ist. Das schauen wir wirklich sehr konsequent drauf schauen. Wir holen ein Goal rein für das Warm-up für die Goalies. Und dann stecken wir noch die Eckfahne und machen alles noch sauber, dass es wirklich, wenn die Türöffnung ist, das Stadion im besten Glanz da steht. Ja, und dann kann das Spiel losgehen. Also das Gäbeln ist für mich eine der wichtigsten Arbeiten. Man muss sich vorstellen, die Spieler die bleiben am Rasen hängen und verschieben mir den Rasen nach seitwärts raus. Und so probieren wir wieder mit der Gabel alles wieder so anzuschieben, dass es nicht noch einem Loch oder einem Divot aussieht. Ja, nach dem Spiel ist wieder vor dem Spiel. Wenn es das Wetter zulässt, wird natürlich der Platz wieder abgesaugt. Das Material, das die Spieler rausgeholt haben, wird wieder aufgesammelt, sodass die Pflanze wieder schön da steht und die gewünschten Nährstoffe kann wieder sauber aufnehmen. So ist ein Alltag vom Spieltag. Er geht lang, der fängt am Morgen an. Und wenn es, wie gesagt, wenn wir alles so machen, wie ich es jetzt gesagt habe, dann ist da um 11 Uhr Feierabend. Ja.